Live Talk Radio 0800 220 50 50. Domian im WDR Fernsehen und bei 1Live 0800 220 50 50. Ja, Freunde und Freundinnen draußen im Land, ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio am Mittwoch. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, wie immer eine freie Themennacht. Und wenn ihr euch gerne mit mir unterhalten wollt, dann wählt ganz einfach unsere bekannte Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt mir unter domian@wdr.de. Wer ist die Erste? Die Erste ist heute Nacht bei mir Jana. Stimmt das? Jana? Ja, hallo. Ja, nicht Jana, sondern Jana. Jana, genau. Jana, 29 Jahre alt. Ja. Ja. Was ist dein Thema, Jana? Ja, ich bin mit einem schwulen Mann verheiratet. So. Ja. War er schon immer schwul? Ja. Und warum seid ihr verheiratet? Das ist eine Zwecksehe gewesen, ursprünglich. Mhm. Ich habe in einer Beziehung mit einer Frau gelebt. Achso, du bist lesbisch? Ja. Ja. Und ja, wir haben dann damals dieses schwulen Pärchen kennengelernt. Ja. Woraus sich eine sehr enge und intensive Freundschaft entwickelt hat. Ja. Ja, und also wir haben viel miteinander gemacht und halt irgendwann kam dann mal das Thema Kinder. Ah, verstehe. Ja, so und naja, es ist ja nur möglich, dass Mann und Frau Kinder miteinander machen können. Und so sind wir dann darauf gekommen, also ich bin dann schwanger geworden von ihm. Ja, wie bist du schwanger geworden? Habt ihr wirklich Sex miteinander gehabt oder ist ja. Es wirklich? Ja. So richtig klassische Methode. Genau. War das das erste Mal, dass du mit einem Mann geschlafen hast? Nein. Nein. War es für ihn das erste Mal, dass er mit einer Frau geschlafen hat? Nein. Nein. Hat es denn dennoch ein bisschen Spaß gemacht, obwohl ihr eigentlich gar nicht so gegenseitig aufeinander steht? Ja. Ja. Und wie oft habt ihr versucht, bis es dann geklappt hat? Ach, ich glaube, also es war bestimmt ein halbes Jahr lang beim ersten Kind regelmäßig. Ach, ja, das ist ja schon eine tolle Sache. Und da warst du mit deiner Freundin noch zusammen und er mit seinem Freund? Ja, und also meine Freundin ist auch verheiratet. Mit dem anderen? Nee, mit einem ganz anderen. Mit einem ganz anderen. Ja. Und ihr wart dann nicht irgendwie eifersüchtig? Also deine Freundin war nicht eifersüchtig, wenn du mit dem Mann im Bett warst? Nein, weil wir hatten nur dieses mit den Kindern im Kopf, sag ich mal, ne? Ja. So, also das war. Also aber nur hätte man das ja auch anders regeln können. Man kann sich ja befruchten lassen als Frau, ohne dass man nur mit dem Mann direkt auch Geschlechtsverkehr hat. Ja, das ist, wir wollten diese klassische Methode. Ja. Das war auch, so stand es auch von Anfang an fest. Also es war jetzt kein Thema, da irgendwie ja. Das anders zu machen. Also das heißt dann aber auch schon, dass ihr euch auch sehr, sehr, wirklich auch sehr mögt, körperlich mögt. Ja, also es ist auch Liebe draus geworden. Ja. So, es ist dann halt, also es war wirklich so, mein Mann hat sich nie geoutet. Also so wirklich. Ne? Wie lange seid ihr denn jetzt verheiratet? Jetzt seit 7 Jahren. Seit 7 Jahren. Und das Kind ist dann auch ungefähr so alt, oder wie? Ja. Ja. Na, nee, wir sind seit 5 Jahren verheiratet, genauso alt wie mein Sohn ist. Ja. Und sind aber seit 7 Jahren ist das so, dass. Ja. Ja. So, wie ist es denn jetzt im Moment? Hast du immer noch eine Beziehung auch zu deiner Freundin von damals oder zu einer Frau? Ja, also es ist dann halt so gekommen. Wie gesagt, wir haben eine Scheinwelt nach außen für meinen Mann aufgebaut. Ne? Vom beruflichen her, also dass ja niemand rauskriegt, dass er homosexuell ist. Mhm. Warum hat er da so Angst vor? Ja, aus wegen, man ist ein Arzt und... Ja, aber oh Gott. Und ja, aber er hat auch seine Eltern, ne? Also für ihn... Also wie gesagt, und was die Leute denken können und... Aber ich meine, wenn er jetzt Fußballer wäre, Sportler wäre oder vielleicht in irgendeinem Industrieunternehmen ganz oben stünde, kann ich es ja noch eher nachvollziehen, dass das gesellschaftlich für ihn ein Problem ist. Aber als Arzt, es gibt so viele schwule Ärzte. Ja, also ich habe es letztendlich auch nie verstanden, aber ich habe es akzeptiert. Ja, okay. Ja, und wir haben wirklich ein Haus gebaut und... Also eine klassische Familie. Ja, also es war... Und du sagst, da ist jetzt auch Liebe draus geworden. Ja, also das ist ja dann halt so gewesen, dass er dann irgendwann, als das zweite Kind kam, dann wollte er das alles nicht mehr so, wie es ist. Ach, es gibt noch ein Kind? Ja, wir haben 2 Kinder. 2 Kinder. So, er hatte die ganze Zeit über seinen Freund. Mhm. Und ich meine Freundin halt. Das ging auch so. Wir haben zwar zusammen gewohnt, aber die ging bei uns ein und aus. Und
wir haben gemacht, dann waren wir noch mit einem schwulen Pärchen befreundet, die auch ein Kind adoptiert hatten. Das ist ja eine verrückte Sache. Ja, also es war eigentlich alles, meiner Ansicht nach war es perfekt. So, auch wenn es nach außen anders hin ausgesehen hat, wie es eigentlich war, aber es war eigentlich schön. Wie ist denn der Stand der Dinge jetzt ganz aktuell? Ja, also die Sache ist jetzt, dass mein Mann HIV hat. Und darum geht es mir ja auch, dass... Wo hat er sich das geholt? Ja, das war wie gesagt, dass er irgendwann das nicht mehr wollte. Er wollte mit mir nur noch zusammen sein. Ja. Und wollte seine Homosexualität verdrängen, damit wirklich, dass das wirklich, ich weiß auch nicht, wie es auf einmal, er hat sich von seinem Freund getrennt und hat von mir verlangt, mich auch von meiner Freundin zu trennen oder... Hast du es gemacht? Nein. Ich wollte das nicht. Ist er denn, nachdem er sich dann von seinem Freund getrennt hat, hat er es nicht ausgehalten und ist einfach so, hat anonymen Sex praktiziert? Genau. Und dabei hat er sich das geholt. Ja. Aber er ist Arzt und weiß, wie man sich auch schützen kann. Er hat sich offensichtlich nicht geschützt. Ja, also, und dann habe ich, jetzt denke ich immer so, hätte ich jetzt mitgespielt und hätte das aufgegeben, meine Beziehung, und wir wären, ich sag mal in Anführungsstriche, eine normale, richtige Familie geworden, dann hätte er sich vielleicht nicht angesteckt, oder? Nee. Also, ich finde, da trifft dich aber nun überhaupt null Schuld. Wirklich. Ja. Da ist er nun, ich meine, dieses Konstrukt ist ja schon sehr, sehr schräg, was ihr da habt. Darüber kann man ja wahrscheinlich auch schon erstmal lange überlegen, ob das überhaupt gut ist, das so zu machen. Ich glaube, letztendlich ist es nicht gut, das so zu machen. Nee. Weil ihr mit so einer schweren Lüge lebt. Es ist ja gar nichts gegen anzuwenden, wenn ein lesbisches Paar und ein schwules Paar zusammen ist und sagt, wir wollen Kinder haben, dass man das dann regelt. Das finde ich ja völlig in Ordnung. Und dass man eine neue Form des Zusammenlebens da sucht, aber... Und er ist verdammt nochmal selbst für sich verantwortlich, was er da macht. Ja. Seit wann weiß er das, dass er HIV-positiv ist? Also wir haben es zusammen erfahren und das war vor einem halben Jahr. Warum zusammen erfahren? Also er lag im Krankenhaus, er hatte einen Unfall gehabt und auf alle Fälle lag er da auch eine Woche und dann wollte der Arzt mit ihm sprechen und er hat gesagt, na, meine Frau bleibt auch gleich hier, ne? Mhm. Ja, und dann hatten sie das dann, also dachte der Arzt das, dass er HIV-positiv ist. Hatte er das denn in Auftrag gegeben, dass es getestet werden sollte? Nein. Aber eigentlich macht man, oder darf man das doch gar nicht so? Ich wüsste es jetzt nicht, dass er das gesagt hätte. Mhm. Also ich weiß zum Beispiel bei den Schwangerschaften, die ich hatte, dass der Frauenarzt immer gesagt hat, hier soll man gleich einen HIV-Test machen. Ich habe nebenbei dann ja gesagt. Ja. Ne? Also okay, wie auch immer. Auf jeden Fall ist es dann rausgekommen und hat er sich dann nochmal testen lassen, um dann auch wirklich auf Nummer sicher zu gehen. Ja. Und es ist definitiv so. Ja, also ich habe mich dann auch testen lassen. Du bist es hoffentlich nicht. Nein, ich bin es nicht. Ja. Habt ihr denn jetzt oder in der Zeit auch davor noch Sex miteinander gehabt? Ja, also wir hatten, also bis vor einem Dreivierteljahr, so ein Vierteljahr bevor wir das erfahren hatten, hatten wir noch. Dann muss ich gleich sagen, find ich völlig verantwortungslos von deinem Mann. Er hat sich HIV infiziert. Wir gehen mal davon aus, dass er sich das bei einem Sexualkontakt geholt hat. Ja. Oder kann es auch sein, dass er das im Rahmen seiner Arbeit sich irgendwie... Ja, also ich gehe davon auch aus, also dein Ex-Freund erzählt, der hatte sich damals bei mir beklagt, dass der sich durch ganz Dortmund... Verstehe schon. Also, ja. So. Und das heißt, er hat bewusst in Kauf genommen, dass er HIV-positiv wird. Dass er sich infiziert. Und hat dann auch noch mit dir geschlafen. Hat er mit dir geschützt geschlafen? Ja, also das ist von mir aus also immer dann, weil kein weiteres Kind mehr war und... Dennoch, also... Da finde ich, musst du dir überhaupt keine Vorwürfe machen. Überhaupt nicht. Die Vorwürfe muss er sich machen. Aber ich weiß nur nicht, wie ich das weitergehen lassen soll. Ich habe jetzt, also meine Beziehung, die bleibt. Meine Freundin bleibt ihm zuliebe, sage ich mal, jetzt außer Haus. Das muss doch für deine Freundin auch schrecklich sein, diese Situation. Ja, also wie gesagt, das war ja bis er das verlangt hat, dass er das nicht mehr so möchte, war das ja alles, ne? Also ich habe mein Ding quasi gemacht und er seins. Und das lief gut da auch. Das lief wunderbar. Also war das schon mal ein ganz gutes Modell, ne? Ja, also das war, aber dann... Wie ist denn dein Gefühl im Moment noch zu ihm? Ich irgendwo liebe ich den, aber es ist mehr so wie, also jetzt nicht wie man seinen Partner liebt, sondern wie so Familienmitglied. Mhm. Also wäre für dich eigentlich eine gute Lösung, wenn ihr sagen würdet, pass mal auf, wir trennen uns als Paar offiziell, sind aber in enger Verbindung halt auch wegen der Kinder und bleiben in einer engen Freundschaft. Wäre das ein Modell für dich?
Ja, also das, darüber denke ich ja auch nach. Und das ist so, der wirkt mir gegenüber so zerbrechlich und ich. Wie alt ist er? Er ist 35. Also ich will ja gar nicht auf die Mitleidsschiene kommen. Ich finde erstmal schon mal schlimm, dass er mit 35 in unserer Zeit noch verdeckt schwul lebt. Damit fängt es schon an, dass er dich auch quasi mit in diese Lügenwelt hineingezogen hat. Dann finde ich schlimm, dass er euer Modell aufgekündigt hat, was ihr erfolgreich gefahren habt. Ja. Ne? Sein Freund, deine Freundin. So, und das Allerschlimmste finde ich, dass er sich, wo er in vollem Bewusstsein, in welche Gefahr er sich begibt, sich hat infiziert und das jetzt auch noch mit in eure Partnerschaft reinträgt. Also finde ich schon, dass du ihm das zumuten kannst, zu sagen, pass mal auf, ich will unser Bestes und das ist letztendlich, dass wir uns als Paar trennen. Das ist eine saubere Lösung. Ja, das ist einfacher gesagt als getan. Glaube ich schon. Weil, wie gesagt, ne, es war, weiß ich nicht, also das ist wirklich, dass der klammert. Ne, der, mhm. Aber oh. ich fände, in diesem Fall, da das ja wirklich so verzwickt ist bei euch, sucht euch doch eine richtig gute, vielleicht auch im Schulmilieu angesiedelte Partnerschaftsberatung, dass ihr da mit einem Fachmann, einer Fachfrau zusammen euch auseinanderknäult und auseinanderdividiert, wenn ihr das nicht alleine schafft. Mhm. Finde ich auf jeden Fall besser als, also ich finde, man sollte das auf keinen Fall jetzt so weiter laufen lassen. Und ich vermute sowieso, dass er sowieso für sich alleine eine therapeutische, längere Betreuung braucht. Ja. Ne, so wie du ihn jetzt mir so ein bisschen bekannt gemacht hast. Mhm. Ich gebe dir mal gleich meine Psychologin nochmal. Die kann dir, wir gucken mal nach, ob wir auch gezielt Beratungsstellen für schwule und lesbische Menschen in deiner Umgebung finden. Ja. Und dann geben wir dir die Anschrift und dann kannst du mit deinem Freund, Mann, darüber beraten, ob ihr das in Anspruch nehmt. Ja. Ja? Meine Psychologin heißt Anja. Mhm. Du legst auf und Anja ruft dich zurück. Okay. Alles Gute. Gut. Tschüss. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss. 0800 220 5050, die Telefonnummer. Und, am Samstag ist mein prominenter Gast Hans Meiser. Wenn ihr euch gerne mit Hans Meiser unterhalten wollt, dann könnt ihr euch heute per Mail schon bei uns anmelden unter domian@wdr.de. Die Sendung beginnt um 23.45 Uhr. Und hier ist der Peter und Peter ist 41 Jahre alt. Hallo Peter. Ja, hallo Domian. Hallo Peter. Ja, wir hatten vor ein paar Wochen schon mal zusammen gesprochen. Ja. Und zwar ging es um das Thema, es geschah aus Notwehr. Sag mal noch ein Stichwort, was du erzählt hast. Ja, es ging darum, ich bin Polizeibeamter gewesen und habe einen 21-jährigen Jugendlichen erschossen. Ja, ich erinnere mich genau. Genau. Du hast einen 21-jährigen Jugendlichen erschossen. Sag vielleicht für die Leute, die sich nicht erinnern, nochmal kurz den Zusammenhang, wie das geschehen ist. Ja, also Thema ist gewesen, ich bin mit einem Kollegen zum Banküberfall gerufen worden. Mhm. Und ja, was soll ich sagen? Ich habe den Jugendlichen erschossen, der kam aus der Bank raus mit der Beute und das war eine Spielzeugpistole, beziehungsweise eine Holzpistole. Das konntest du, wusstest du aber nicht. Er hat dich mit dieser Pistole bedroht. Genau. Und da war die Situation, entweder erschießt er mich oder ich reagiere in Notwehr. Ganz genau. Also so hast du es ja auch erklärt. So, und hinterher kam halt raus, dass das eine Holzwaffe war. Ganz genau. Mhm. Genau. Ja, und Fakt ist jetzt, warum ich anrufe, Dicker, bleib hier, mach Platz. Sorry, okay. ich hab Mund neben mir. Ja. Und Fakt ist jetzt, ich habe ja erzählt, dass ich in Psychotherapie wieder bin. Mhm. Sag mal, wie lange liegt das zurück? Du, das sind jetzt 15 Jahre. Das war sehr lange, ich erinnere mich auch, ja. Das war 89 und ich bin ja dann 90 ausgetreten aus dem Polizeidienst. Weil du das nicht verkraftet hast. Ganz genau. Mhm. Genau, ich bin ja auch Rentner, das habe ich ja damals schon gesagt. Genau, ja. Ja, und Fakt ist jetzt, ich habe das also versucht mit meinem Psychologen auch ein bisschen aufzuarbeiten, habe auf der Beratung meines Psychologen Kontakt mit den Eltern aufgenommen, war also sehr positiv überrascht. Ich bin letzte Woche Sonntag dahin gefahren. Ah, du hast jetzt nach so vielen Jahren erst Kontakt aufgenommen mit den Eltern? Ich habe Kontakt aufgenommen mit den Eltern. Richtig. Das heißt, nach 15 Jahren konntest du auch noch herausbekommen, wo die Eltern leben und die Adresse und sowas. Dafür gibt es ja Internet, ne? Ja, na gut, aber 15 Jahre ist eine lange Zeit. Okay, ja, also es hat geklappt. Mhm. Ja, ich habe ja lange damit gekämpft. Wie gesagt, ich habe das auch analysiert mit meinem Psychologen. Mhm.
Wie hast du das gemacht? Hast du da angerufen? Hast du gesagt, ich bin der und der? Oder bist du einfach hingefahren? Nein, ich habe da erst angerufen und war dann also positiv überrascht, dass der Vater mir sagte, ich sollte vorbeikommen. Und bin dann also letzte Woche Sonntag hingefahren mit meiner Frau, die mir ja sehr viel bedeutet, was ich ja damals schon sagte. Ja. Wie spannend und wie mutig. Nee, es war mehr Angst. Ja, und wie aufregend, wollte ich auch noch sagen. Ganz genau. Ich war so aufgeregt, dass ich noch nicht mal Auto fahren konnte, dass meine Frau fahren wollte. Ja, und wie gesagt, ich bin dann so um 11 Uhr da gewesen, in dem Dorf, was ich damals erzählt habe, und war also positiv überrascht. Und als wir dann nach 3 Stunden wieder gefahren sind, hat der Vater sich für sein Verhalten entschuldigt, weil er damals auch noch eine Mobbing-Geschichte dabei war. Für das Verhalten des Vaters, oder was? Nein, er hat sich entschuldigt für das, was sein Sohn gemacht hat. Und dann hat er sich dafür entschuldigt, wie er sich verhalten hatte. Ich hatte ja gesagt, dass ich damals aus dem Dorf wegziehen musste, weil das ja auch derbe dann auf Mobbing ging. Weil das ging gar nicht mehr. Von Seiten der Eltern ging das aus? Von Seiten der Eltern, richtig. Ja, ja. Dafür halt, also das ist ja schon eine gewichtige Aussage. Also der Vater des erschossenen Jungen hat sich entschuldigt für seinen Jungen, was der da gemacht hat. Genau. Und hat sich für sein eigenes Verhalten, weil er dir das Leben damals so schwer gemacht hat, auch entschuldigt. Ganz genau. Wie war denn die Situation? Die Mutter war auch da. Die Mutter ist vor 3 Jahren gestorben. Ach so. Wie war das Gespräch denn? War das am Anfang eher gespannt und schwierig? Oder beschreib mal, wie das so ablief. Man kommt dann in die Wohnung rein, stelle ich mir sehr kompliziert vor. Ja, erstmal kamen sämtliche Erinnerungen wieder auf, weil das ja ein Dorf war, wo ich aufgewachsen bin. Ist eigentlich deine Frau, deine Partnerin mit reingegangen oder bist du alleine reingegangen? Nein, meine Partnerin ist mit da reingegangen. Mhm. Ich glaube, alleine hätte ich mich gar nicht reingetraut. Mhm. Das war also für mich erstmal sehr bewegend, aufgrund der Erinnerung. Ja. Und ich habe natürlich eine tierische Anspannung gehabt. Ich stehe da auch zu, es war auch eine Angst da. Wurde dann direkt über den Fall gesprochen oder hat man erstmal irgendwas geredet? Nein, das lief also im Prinzip eigentlich ganz locker ab. Wir haben da erstmal einen Kaffee bekommen, beziehungsweise der hat uns da in den Garten geführt. Mhm. Und wir haben dann Kaffee bekommen und ja, dann sind wir halt so ins Gespräch gekommen. Und ich weiß auch nicht, wieso, weshalb, warum. Der Vater fing auf einmal an zu weinen. Mhm. Und dann habe ich auch wieder ein schlechtes Gewissen gehabt, dass ich mir dachte, mein Gott, hast du jetzt richtig gehandelt oder hast du nicht richtig gehandelt? Und irgendwie ist das Gespräch da zustande gekommen. Mhm. Was war jetzt dein Hauptanliegen, dorthin zu gehen? Ja, mein Hauptanliegen, dahin zu gehen, war eigentlich die Situation zu klären. Dass ich damals in der Situation war, wie ich damals schon sagte, überreagiert habe, aber nach meinem Ermessen nicht anders reagieren konnte. Ja, also um dich quasi dem Vater zu erklären. Ganz genau. Mhm. Ich will nicht damit sagen, dass es mir heute besser geht. Ja, das wollte ich gleich fragen. Nun hat der Vater ja eigentlich in einem Sinne reagiert, wie du es dir gar nicht hättest besser wünschen können. Nein, ich war echt überrascht. Ja. Ich war auch bewegt. Mir liefen noch ein bisschen die Tränen. Das glaube ich. Bist du mit einer gewissen Erleichterung dann weggefahren? Ich sag mal, ich war positiv überrascht, aber erleichtert, nee. Würdest du denn dennoch sagen, jetzt, während wir beide uns unterhalten, dass es gut war, diesen Besuch gemacht zu haben? Ja, eigentlich bin ich stolz darauf, dass ich den Mut gefasst habe, dahin zu fahren. Nur wie gesagt, ohne meine Frau hätte ich das wahrscheinlich nicht geschafft. Ich finde nicht nur toll, dass du den Mut gehabt hast, dahin zu fahren. Das finde ich auch toll. Aber ich finde auch gut, dass der Mann so reagiert hat, weil ich glaube, dass das für dich eine Hilfe langfristig sein wird. Natürlich wirst du die Gewissensbelastung immer haben, das ist mir auch klar. Aber du hast ja, wenn ich mich recht erinnere, so starke Schuldgefühle gehabt, unterstützt auch nochmal dadurch, dass du eben dieses Mobbing hast ertragen müssen von den Eltern und in dem Dorf. Und das ist ja jetzt alles von dir genommen worden. Naja, ich sag ja, es macht Mut, aber so richtig befreien kann ich mich nicht davon. Ich glaube das auch, aber dennoch glaube ich, war es ein richtiger Schritt, das zu tun. Und das ist ja jetzt auch noch alles frisch. Guck mal, das sind 15 Jahre, wo sich das bei dir eingebrannt hat, die Schuld, das Grübeln, die Verzweiflung. Ja. Und jetzt sind das mal gerade erst ein paar Wochen, ne, dass du da gewesen bist.
Letzte Woche Sonntag. Letzte Woche Sonntag, genau. Hast du es gerade formuliert, ja genau. Mhm. Was sagt dein Psychologe dazu? Ja, mein Psychologe, mit dem habe ich am Dienstag gesprochen, der war also, sag ich mal, auch überrascht. Mhm. Und da habe ich morgen jetzt noch meinen Termin, da werde ich morgen auch wieder hingehen. Mhm. Ja, und mal gucken, was dann so da rauskommt. Ja. Ich bin, wie gesagt, immer noch ein bisschen verunsichert, weil es lässt mich immer noch nicht ganz los. Ich war zwar, ganz ehrlich gesagt, das hört sich jetzt nach Eigengrunst an, aber ich war stolz darauf, dass ich das geschafft habe. Ja, finde ich, hast du auch Grund. Das ist ja auch ein schwerer Weg und ein schwerer Gang. Ja. Wenn ich mich so nicht hineinversetze, sofern man sich überhaupt so in einen anderen Menschen so hineinversetzen kann, wäre ich auch wahnsinnig aufgeregt gewesen. Und ja, es war mehr Angst. Ne? Ja, ich hätte auch Angst gehabt, dahin zu gehen. Das ist doch völlig klar. Weil die ganze Vergangenheit die holt dann wieder ein. Und aber ich finde es gut, dass du es gemacht hast. Und ich glaube wirklich, dass es langfristig für dich ein Schritt ist, mehr hin zur Verarbeitung des Ganzen. Bin gespannt, was dein Psychologe morgen sagt, aber ich bin sicher, dass er das auch so sieht in dieser Art. Ja, also bis jetzt hat er mich immer aufgebaut. Da bin ich ganz, ganz stolz darauf, dass ich so einen guten Psychologen, sag ich mal, jetzt bekommen habe. Ich bin ja vorher in der TK gewesen, da hatten wir schon drüber gesprochen. Mhm. Und da haben sie mich ja eher runtergezogen, wie aufgebaut. Also, ich freue mich, dass du nochmal durchgekommen bist und freue mich, dass du uns das nochmal erzählt hast, weil viele Leute sich natürlich an den Fall erinnern, den du erzählt hast, und du hast ihn jetzt nochmal erzählt. Ich finde es einen guten Schritt, auf jeden Fall, Peter. Ja, und meinem Kumpel geht es auch gut, wo mich die ganze Sache wieder eingeholt hat. Du hast damals erzählt, dass ein Kumpel in ähnliche Weise verstrickt war in eine... Ganz genau, der ist jetzt in der Reha und... Ja. Der kommt in 3 Wochen wieder und da will ich mal gucken, was da wird. Ich hoffe, dass sich das auch so positiv entwickelt. Ich habe mir auf jeden Fall vorgenommen, den so positiv zu unterstützen, wie es halt in meinen Kräften steht. Ja, das finde ich eine gute Sache. Ich wünsche alles Liebe, alles Gute und viel Erfolg morgen beim Besuch bei deinem Psychologen. Ich danke dir und ich freue mich, dass du wieder gesund bist. Dankeschön. Tschüss, Peter. Tschüss. Ihr Lieben, morgen haben wir ein Thema. Morgen heißt unser Thema, ich vermisse so sehr. Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Ich möchte gerne mit euch sprechen über Menschen oder Dinge, egal was, von dem ihr sagt, ich vermisse das so sehr. Ich vermisse vielleicht meinen verstorbenen Partner, ich vermisse meinen Freund, meine Freundin. Ich vermisse vielleicht mein Augenlicht, wenn ihr einen Unfall hattet. Was auch immer. Ich vermisse so sehr, so heißt unser Thema morgen. Und wenn ihr euch anmelden möchtet für dieses Thema, könnt ihr es gerne tun. Heute schon unter domian@wdr.de. Weiter geht es mit der Marie-Christine. Und Marie-Christine ist 15 Jahre alt. Hallo Marie-Christine. Hallo Domian. Schön, dass du da bist. Ja. Um was geht's bei dir? Ja, also ich bin jetzt seit ungefähr einem Jahr mit meinem Freund glücklich zusammen. Ja. Und vor ungefähr 2 Monaten hat meine Mutter einen Mann aus Düsseldorf kennengelernt, mit dem sie jetzt auch glücklich zusammen ist. Das heißt, aus deinem Elternleben getrennt? Ja, genau. Seit ungefähr 15 Jahren schon. Ja, und du lebst bei deiner Mama? Genau, ja. Und meine Mutter hat mir jetzt vor 3 Tagen gesagt, dass sie mit mir nach Düsseldorf ziehen will. Mhm. Und ich habe mit meinem Freund darüber geredet. Und wir haben halt dann gesagt, dass wir uns dann trennen müssen, weil wir beide keine Fernbeziehung wollen. Wo wohnst du denn jetzt? Oder wie weit ist das auseinander, der jetzige Wohnort in Düsseldorf? 150 Kilometer ungefähr. Das ist viel. Ja. Mhm. Ja. Und dann deine Mutter möchte nach Düsseldorf ziehen, weil sie doch den Mann kennengelernt hat. Mhm. Und du musst zwangsläufig dann mitziehen. Ja. Müsstest du? Ich müsste. So. Und jetzt habt ihr beide, dein Freund und du, ihr habt besprochen, dass wenn das so kommen sollte... Ihr euch trennt. Ja, leider. Das ist aber sehr traurig. Das ist wirklich, weil ich bin jetzt seit, wie gesagt, ungefähr ein Jahr mit ihm zusammen. Das finde ich sehr, sehr lange in deinem Alter. Wirklich eine lange Zeit. Und du sagst, wie alt ist dein Freund? 16. Und ihr habt euch sehr lieb und seid sehr glücklich miteinander. Ja, also wir sind richtig glücklich miteinander. Also ich liebe ihn auch und eine Fernbeziehung wird aus dem einfachen Grund schon nicht gehen, weil er sehr eifersüchtig ist. Ja, pass mal auf, da wollte ich mir jetzt gleich mal einhaken. Ich finde das auch eine traurige Entwicklung. Also ist das eigentlich jetzt hundertprozentig fest oder gibt es noch eine Chance, dass deine Mutter nicht wegziehen will? Es steht hundertprozentig fest. Hundertprozentig fest. Und wann? Und es
es kann morgen sein, es kann nächsten Monat sein, es kann nächste Woche sein. Das ist. Also sobald sie eine Wohnung findet oder zieht sie zu dem Mann? Nee, sobald sie eine Wohnung findet, eine größere Wohnung. Ja, so schnell findet man in Düsseldorf auch nicht eine Wohnung. Hast du vielleicht noch ein bisschen Zeit, vielleicht noch ein bisschen Luft. So, ja. Pass mal auf. Ich würde jetzt die Flinte nicht so schnell ins Korn werfen. Mhm. Wenn du es so sagst, aus vollem Herzen, wie du es gerade gesagt hast, wir haben uns so lieb, wir beiden, und das ist so toll, dann ist mir schon klar, dass in dem Alter, wie ihr jetzt seid, 150 Kilometer ist verdammt viel. Mhm. Aber ich würde deshalb dennoch nicht sofort Schluss machen. Da würde ich jetzt sagen, pass mal auf, wir versuchen das ganz einfach mal. Ich würde nicht im Vorhinein Schluss machen. Ja, das ist nur, wir sehen uns jetzt eigentlich täglich, von morgens bis abends. Mhm. Und da würden wir uns vielleicht meine Ferien nur sehen oder nur am Wochenende, und das ist gut. Eine Umstellung. Ja, das ist eine Umstellung. Aber ist denn deine Mutter zum Beispiel einverstanden mit der Beziehung, die du führst? Ja. Ja. Das heißt also, sie hat auch gar nichts dagegen, wenn er dich dann in Düsseldorf besuchen käme. Nein. So. Nein. Da kann man das. Und kommst du auch gut mit seinen Eltern klar? Ja, also wir kommen, also ich komme gut mit meinen Eltern klar. Das heißt, du könntest da auch hin zu Besuch fahren und bei ihm auch am Wochenende bleiben. Ja, das ist kein Problem. So, dann könnt ihr da jetzt erstmal die Regelung finden, sobald du in Düsseldorf bist, macht ihr das so, dass ja immer ein Wochenende kommt er nach Düsseldorf, ein Wochenende fährst du dahin oder wie auch immer. Auf jeden Fall, dass ihr jedes Wochenende zusammen seid. Ja. So, und zum Stichwort Eifersucht, da musst du ihm einfach klar machen, dass zum Liebhaben gehört auch Vertrauen. Ja. Und dann muss er dir einfach auch vertrauen. Wenn du sagst, du bist mein Freund und dich habe ich über alles lieb, ich gucke in Düsseldorf nicht den Jungs nach. Ich freue mich auf das Wochenende, wenn du kommst. Ja, das stimmt ja auch. Ja, das musst du ihm wirklich ganz klar machen. Und wenn er dich wirklich, wirklich lieb hat, dann wird er das auch verstehen. Mhm. Hast du nur deshalb die Angst, dass das nicht geht, weil er so eifersüchtig ist? Ja. Oder ist das die Hauptangst neben der Entfernung? Ja, ja. Das ist der einzigste Grund. Mhm. Wann wirst du 16? Im August. Auch schon im August. Na gut, ihr bist ja auch schon 16. Ich meine, das ist so jung seid ihr dann ja auch. So super jung nicht mehr. Also auf keinen Fall jetzt schon vorher, bevor irgendetwas Schlechtes passiert ist, die Verbindung aufgeben. Naja, aber ich habe zu ihm gesagt, wo wir darüber geredet haben, habe ich zu ihm gesagt, ob wir das wirklich machen könnten, eine Fernbeziehung. Aber er war so felsenfest davon überzeugt, es nicht zu tun, also sofort den Schlussstrich zu ziehen, da wollte ich auch nicht mal groß irgendwas sagen. Aber dann wäre ich an deiner Stelle aber ganz schön sauer und traurig. Ja, ich war ja auch richtig traurig. Mann, ich verstehe ja, dass das kompliziert jetzt wird, aber dann gleich radikal zu sagen, nee, da will ich überhaupt nicht mehr, das verstehe ich nicht. Ja, also wollen... Er kann es nicht. Also ja, dann musst du weiter mit ihm reden. Ja. Du musst sagen, dir liegt viel an der Beziehung, das weiß er sicherlich ja auch. Mhm. Und frag ihn nochmal, wie viel ihm an dir liegt. Umgekehrt. Ja. Wie wichtig du ihm bist. Ja, wir wollten uns ja auch verloben. Ja, langsam, das ist ja noch ein bisschen Zeit. Ja, ja. So, wenn er dir dann antwortet, dass er dich über alles lieb hat. Ja. Nehmen wir mal an, er sagt das. Ja. Dann musst du ihm sagen, komm, dann schaffen wir das auch zusammen. Es gibt noch schwierige Sachen, die Pärchen schaffen. Und vielleicht sieht die Welt in einem Jahr oder zwei Jahren schon wieder ganz anders aus. Und man wohnt vielleicht schon wieder irgendwie zusammen. Weiß ich nicht. Aber das ist kein Grund zu sagen, ich will gar nicht. Ja, ich hoffe es. So, und wenn er sich nicht überzeugen lässt, ne? Dann sagst du ihm, er soll doch mal hier anrufen oder bei uns mailen. Dann kommt man besser durch mit dem Mailen. Ja, das mache ich. Dann würde ich gerne mit ihm auch nochmal sprechen. Ja. Und wenn, weißt du, ihr habt doch nichts zu verlieren. Nee, eigentlich nicht. Nee, warum dann gleich alles wegschmeißen? Wenn ihr nach einem halben Jahr merkt, es geht wirklich nicht, dann kann man ja immer noch sagen, wir machen Schluss. Mhm, ja. Ne? Das stimmt. Und wenn er so kategorisch Nein gesagt hat, finde ich, kannst du ruhig schon ein bisschen was dagegen halten und sagen, doch, doch, komm, lass es uns versuchen. Mhm, ja. Du warst ein bisschen scheu und hast dann nichts mehr gesagt, ne? Ja, ich war dann schon ein bisschen geschockt auf einmal auch. Wäre ich auch an der Stelle, verstehe ich, wäre ich auch. Wäre ich auch. Aber vielleicht war er auch geschockt und weiß auch mit der Situation nicht wirklich umzugehen. Ja, das glaube ich auch. Weil du gehst ja davon aus, so habe ich es verstanden, dass er dich auch wirklich sehr lieb hat. Ja, das weiß ich auch. Das weißt du auch. Ne? Ja. Mhm. So, jetzt verbleiben wir so. Du sprichst nochmal mit ihm? Ja, mach ich. Und kannst ihm ja sagen, wenn er Lust hat, ist er hier sehr herzlich willkommen und dann soll er uns mailen und dann rede ich mit ihm auch nochmal. Ja, okay. Okay?
Ja, Domian, dann wollte ich noch sagen, dass deine Sendung echt super ist und dass du weiter so machen kannst. Dankeschön, das ist aber sehr nett und sehr lieb von dir. Ja, okay. Liebe Marie-Christine, alles Gute. Ja, auf Wiedersehen. Tschüss. Das war Marie-Christine. So, und hier ist Bianca. Und Bianca ist 21 Jahre alt. Hallo, Bianca. Hallo. Grüße dich. Was ist dein Thema? Also, mein Thema ist, ich stehe zwischen zwei Männern. Zwischen zwei Männern? Ja. Also, ich war mit einem über 14 Monate zusammen. Mhm. Aber der war im Knast. War der, kannst du den Fernseher mal ganz leise drehen? Ja. So. Den Ton ganz wegschalten am besten. Den habe ich ganz weg. Ja. Warst du denn mit dem schon zusammen, als er in den Knast ging? Ja, ich habe ihn kennengelernt, als Woche auf der Flucht war. Aha. Und da waren wir ungefähr vier Wochen zusammen. Ja. Und dann, das heißt, er ist ausgebrochen aus dem Gefängnis? Nein, er hatte Freigang und ist halt einfach nicht mehr zurückgegangen. Mhm. Und wo hast du ihn da kennengelernt? Ich habe ihn eigentlich, ich guck ab und zu so Viva-Chats an, so das war im Fernsehen oder von Teletext. Ja. Habe ich halt seine Nummer gesehen, habe ich halt mal dem zurückgeschrieben und so. Ach, der hat sich da im Text geäußert? Ja. Und dass halt jemand sucht und ich habe halt dem zurückgeschrieben. Dann haben wir halt telefoniert und am gleichen Abend haben wir uns eigentlich getroffen. Und hat er dir da sofort gesagt, dass er ausgebrochen oder auf der Flucht ist? In der Nacht, sag ich mal so. Mhm. In der Nacht hat er es mir gesagt. Okay, das hat dich nicht abgeschreckt, sondern du bist erstmal interessiert gewesen an dem Mann. Genau, also nicht direkt interessiert. Er hat mich auf eine Art fasziniert, aber er hat irgendwas an sich gehabt, weil er normalerweise ist von seinem Aussehen her und alles, er war überhaupt nicht mein Typ. Mhm. Aber er ist dann wieder gefasst worden und ist wieder in den Knast gewandert. Wir sind gefasst worden. Ihr seid gefasst worden. Ja, wir waren irgendwie nach dem 5. Dezember rum, war das dann, man hat dann auch sein Auto geklappt von seinem Vater irgendwie. Mhm. Und es hat er mir halt nicht direkt, er hat es mir schon erzählt, aber erst irgendwie hinterher. Mhm. Dann wollte er mich heimfahren oder halt runterfahren zu einer Freundin, weil ich von ihr noch was bekommen habe. Und dann auf der Autobahn hat die Polizei uns dann irgendwie. Okay, aber hast du auch irgendwie Ärger gekriegt? Nein. Hilfe oder so, das nicht. Er ist dann in den Knast gewandert. Dann ist er wieder in den Knast gewandert. 14, wie lange, wie viele Monate? Also 14 Monate waren wir zusammen und in 13 Monate, glaube ich. Ah ja, lange Zeit. So, zwei Männer hast du gesagt. Du stehst zwischen zwei Männern. Ja, er hat jetzt im Januar hat er mit mir Schluss gemacht. Ja. Also endgültig, so wie er gesagt hat. Ja. Und er ist raus aus dem Knast. Vorzeitig ist er Kaiser, dass er erst ein Jahr später rauskommt im April, also nächstes Jahr im April, da soll er rauskommen. Ach so. Und er ist jetzt letzten Donnerstag ist er rausgekommen. Ah ja. Und hat sich natürlich dann bei mir gemeldet und ich habe mich halt mit ihm getroffen. Mhm. Und er hat dann einfach so weitergeredet, wie dass wir noch zusammen sind. Darf ich dich mal was fragen? Ja. Hast du eine Katze irgendwo in der Nähe? Nein. Nee, ich höre aber so ein Gebrumme, so ein Geschnurre, als würde eine Katze liegen bei dir. Nee, ich glaube, das ist meine Mutter, die hat einen Computer und da hat sie so ein Computer. Achso, Entschuldigung. Also ich wollte es mir eben klären. So, er ist wieder bei dir aufgetaucht, nachdem er aus dem Knast rausgekommen ist. Genau, er hat sich gleich bei mir am ersten Tag gemeldet und er wollte mich unbedingt sehen, dass wir uns halt ausreden. Mhm. Und er hat dann halt so weit gemacht, dass wir halt wieder noch zusammen sind und so. Und so, jetzt erzähl mir mal, wer ist der andere Mann? Den habe ich vor 4, 5 Wochen kennengelernt. Mhm. Also übers Telefon. Mhm. Und habe mich natürlich total irgendwie in den verliebt. Mhm. Aber du hast ihn auch real schon gesehen? Nein, das ist nicht. Den sehe ich am Freitag. Ich habe Fotos von ihm gesehen, schon sehr viele. Ja. Und im Gegenteil, also meine Fotos hat er auch schon gesehen. Und er gefällt dir und am Telefon kommt ihr gut miteinander klar? Genau, er hört mir zu. Also der eine Freund, der im Knast war, hat mit dir im Januar Schluss gemacht. Ja. Warum hat er mit dir Schluss gemacht? Er hat gesagt, weil er mich so liebt, macht er mit mir Schluss, weil er kann... Er lässt mir nicht antun, dass ich noch länger auf ihn warte. Ach so. Das kann er mit seinem Gewissen nicht vereinbaren. Wie hast du das aufgenommen, als er Schluss gemacht hat? Es war mir egal. Warum? Er hat schon öfters mit mir Schluss gemacht und er ist jedes Mal wieder zurückgekommen. Ich dachte vielleicht im Inneren oder so, dass er wieder zurückkommt. Und so ist es ja jetzt auch geschehen. Ja, und das ich und meine Mutter und so, wir sind so esoterisch veranlagt, wir können Karten legen, pendeln und alles. Mhm. Und da stand in den Karten auch drin eigentlich, dass ich mich, also letztes Jahr im August stand drin, dass ich den heiraten würde und ein Kind kriegen würde von ihm. Mhm.
Und dies und da steht jetzt drin, dass ich halt einen dunkelhaarigen Mann kennenlerne und das ist der andere. Wie sind denn deine Gefühle für diesen Freund, der aus dem Knast jetzt gekommen ist? Ich liebe ihn immer noch. Du liebst ihn immer noch? Aber es war ja so, wir haben uns dann in dem Hotel getroffen. Er hat da alles für mich gemacht. Hm? Er hat extra das Hotel für mich genommen. Champagner hat er da bestellt. Jetzt, nachdem er rausgekommen ist? Ja. Mhm. Da hat er mich dann irgendwie überrumpelt. Dann hat er mit meiner Freundin telefoniert und ich war halt... Überrumpelt heißt, ihr habt miteinander geschlafen? Ja, das auch. Mhm, das auch. Mhm. Aber so auch emotional überrumpelt? Ja, weil der stand dann vor mir und wir haben halt dann geredet und ich war halt da irgendwie wie vor einer Mauer und wusste nicht, was ich tun sollte. Mhm. Ja, aber jetzt ist ja, die andere Sache ist ja nun wirklich nur ultra frisch. Die ist ja eigentlich noch gar nicht existent. Ein bisschen telefoniert, ein paar Wochen, na gut. Bilder ausgetauscht und mit ihm hast du ja schon eine längere Geschichte quasi miteinander. Ja, als am Telefon. Nee, ich meine mit deinem Freund aus dem Knast. Ja, aber ja? Da ist irgendwie, der eine aus dem Knast, da war es ja so, wo ich am Donnerstag zu ihm war, dann sind wir irgendwie dann halt in Streit auseinandergegangen. Mhm. Bin ich dann irgendwie gegangen, weil es nicht so blöd war, weil die ganze Zeit mit meiner Freundin telefoniert haben, die hat er die ganze Zeit angebaggert und alles. Ach, die hat er angebaggert? Ja. Also das verstehe ich jetzt auch nicht. Er liebt dich über alles und verführt dich und baggert deine Freundin an? Ich verstehe es nicht. Das ist ja. Und dann haben wir uns halt dann rumgestritten und so. Und er hat zu mir gesagt, ich hätte ja sagen können, dass er auflegen wollte. Aber ich wollte eigentlich im Grunde genommen kein Spielverderber sein. Und dann ist er halt abgehauen nach Berlin am nächsten Tag. Mhm. Und am Telefon hat er zu mir halt gesagt, das, was er mir in den Briefen geschrieben hat, dass er mich so liebt, das war nicht so. Das war nur eine Illusion von ihm. Aha. Ja, was heißt das denn jetzt? Das heißt, er kommt zu dir, er bietet dir Champagner im Hotel an, er verführt dich und schreibt dir dann so einen Brief. Was ist denn mit dem los? Ja, das war ja noch nicht alles. Dann hat er das halt so gesagt. Und dann war ich halt, okay, dann habe ich aufgehört und dann gesagt, mir Marsch, ich war so müde, ich habe die ganze Nacht nicht geschlafen oder so, weil ich ein schlechtes Gewissen auf eine Art hatte. Dann haben wir am Abend telefoniert, dann hat er mich als Schlampe hingestellt, hat gesagt, dass ich mit so vielen anderen Leuten was gehabt hätte, wo er im Knast war. Mhm. Aber in Wirklichkeit, ich habe keinen einzigen anderen gehabt außer ihm. Also was ist jetzt im Klartext? Liebt er dich jetzt noch oder liebt er dich nicht? Er hat mir dann jetzt das war schon am Donnerstag, am Freitag hat er mir das geschrieben, am Samstagnacht um 2:15 Uhr hat er sich entschuldigt, dass ihm also, leid tut. Rein in die Kartoffeln, raus aus den Kartoffeln. Hü und hot. Ne, so klingt das. Und du stehst jetzt da. Soll ich den ernst nehmen? Soll ich mich wieder darauf einlassen? Oder soll ich mich auf die neue Geschichte konzentrieren, die sich da anbahnt, via erstmal übers Telefon? Genau, weil den Besuch jetzt am Freitag bis am Sonntag. Das ist natürlich so eine schwierige Frage für den Außenstehenden, Bianca. Da ist was los bei euch. Jetzt, wer piepst jetzt? Die ganze Zeit an, weil ich gesagt habe, dass ich ihn später mal anrufe. Ja, das ist natürlich jetzt so eine Herzensentscheidung. Das ist die Frage, wie viel Herzblut doch noch da ist für den, der im Knast gesessen hat. Weil er bedeutet mir schon noch was, ja. Aber der Neuere, der hört mir zu, der versteht mich, wenn ich ihm was erzähle, der hilft mir, meine Probleme zu lösen. Mhm. Der andere, wenn ich zu ihm was gesagt habe, ich bin, wo er im Knast war, bin ich vergewaltigt worden, habe ihm das erzählt, hat er zu mir gesagt, das ist gelogen. Dann mach doch mal Folgendes. Ich meine, er hat ja nur immer mit dir Schluss gemacht, aus dem Knast war. Und er kann ja nur auch nicht davon ausgehen, dass er nur mit den Fingern schnippt und du bist wieder da. Triff dich doch mal mit dem Neuen. Das mache ich jetzt am Freitag. Genau. Und dann hat man ja noch wieder ein ganz anderes Gefühl zu einem Menschen, wenn man ihm auch gegenüber sitzt. Und dann guck doch erstmal, wie du mit diesem neuen Menschen zurechtkommst und entscheide dich dann. So würde ich das machen. Weil ich würde aber mit offenen Karten spielen und es dem anderen sagen. Er weiß es. Also der andere, ich habe dem halt erzählt, dass ich mein Ex, okay, dass ich mit dem im Bett war, das habe ich ihm nicht erzählt. Das. Ja. Aber halt, dass er sich gemeldet hat und ich habe ihm halt auch die ganze SMS vorgelesen. Ja, ich würde aber auch dem, der aus dem Knast kommt, von der neuen Sache erzählen. Ich habe ihm schon erzählt, dass es schon, dass da jemand gibt, aber dass ich was von ihm möchte oder halt, dass ich für den auch Gefühle habe, sagen wir mal so, habe ich ihm nicht gesagt. Das. Also, ich würde jetzt, wie gesagt, das erstmal auf mich zukommen lassen, triff dich mit dem Neuen, das hast du sowieso vor. Ja, da habe ich jetzt schon alles geregelt und gekauft. Und beschnuppert euch mal erst ein bisschen miteinander und trifft dann die Entscheidung. Ich finde, das ist legitim. Du bist de facto von ihm getrennt, der hat sich von dir getrennt. Ja, aber so wie er halt gemacht hat, das
sind wir wieder zusammen und wir telefonieren momentan regelmäßig. Er sagt ja die ganze Zeit, dass er mich liebt und alles. Aber ich kann ihm nicht vertrauen. Ich habe ihm was erzählt. Und was hat der mal da? Ist heute hingegangen zu meiner Mutter. Hat ihr das alles erzählt, was ich ihm erzählt habe. So, nur kannst du diese Situation nicht zu lange so in der Balance, in der Luft halten. Nee, das habe ich eigentlich auch nicht vor. Du musst schon irgendwann in den nächsten Wochen eine Entscheidung treffen. Aber so ein paar Wochen, finde ich, kann man dir geben und hast du auch das Recht so. Weil, ja? Ja. Bianca, dann wünsche ich alles Gute und vor allen Dingen auch jetzt ein gutes Gefühl, dass du für dich so ein ehrliches Gefühl entwickelst, wenn du den Neuen kennenlernst, dass du den richtig einschätzt, dass du auch eine gute, für dich gute Entscheidung triffst dann. Mhm. Alles Gute. Okay, danke. Tschüss. Tschüss. Morgen, ihr Lieben, heißt unser Thema, ich vermisse so sehr. Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Ich möchte gerne mit euch darüber sprechen, was ihr vielleicht sehr, sehr, sehr vermisst. Das kann ein Mensch sein, kann vielleicht auch ein sehr liebes Haustier sein, was euch lange Zeit begleitet hat und gestorben ist. Es können auch Fähigkeiten sein, vielleicht ist jemand nach einem Unfall behindert und er vermisst es zu gehen oder zu sehen, was auch immer. Also das Thema morgen heißt, ich vermisse so sehr. Wenn ihr gerne mit mir morgen darüber sprechen wollt, dann meldet euch über E-Mail an unter domian@wdr.de. Hier ist Steffen und Steffen ist 27 Jahre alt. Hallo Steffen. Hallo. Dein Thema. Mein Thema, ja gut, ich sehe gerade, das würde wahrscheinlich für morgen auch ganz gut reinpassen. Erzähl mal. Also ich habe jetzt in den letzten 3 Wochen versucht, mir mehrmals das Leben zu nehmen. Mhm. Und der Hauptgrund dafür, es sind mehrere Gründe, aber der Hauptgrund dafür ist eigentlich die Trennung von meiner Frau. Frau oder Freundin? Freundin. Freundin? Mhm. Mhm. Die Leitung ist ein bisschen schlecht, deswegen frage ich ein paar Mal. Wie lange warst du mit deiner Freundin zusammen? Fast ein Jahr, nicht ganz. Ein Jahr? Ja, nicht ganz. Ist ja noch nicht so ganz lange. Nee, ist wohl wahr, aber... Wie ist es denn zu der Trennung gekommen? Ja, also sie meinte dann irgendwann zu mir, dass sie nicht mit der Liebe umgehen kann, die ich für sie empfinde und dass sie das nicht für mich empfindet. Und hat vielleicht auch ein bisschen mit ihrem eigenen Problem zu tun, weil sie hat auch Essstörungen, also Bulimie. Mhm. Und aber sie hat dann schon so klar gesagt, dass sie dich eben nicht so liebt, wie du sie liebst. Und sie sich vielleicht dadurch erdrückt fühlt, auch von den Erwartungen und von der Liebe, die du ihr entgegengebracht hast. Ja, genau, so in der Art. Mhm. War das für dich schockierend? Hast du das so erwartet? Oder gab es da Anzeichen für? Oder kam das so aus heiterem Himmel? Ja, es gab hin und wieder schon mal so kleinere Ansagen. Aber wir hatten uns eigentlich immer wieder regelmäßig gefangen. Und also das war dann doch echt schon irgendwie so, wie so ein Brett für mich. Mhm. Wann hat dieses Schlussmachgespräch stattgefunden? Tage nach meinem Geburtstag im Januar. Im Januar. Mhm. Und du hast seitdem mehrfach versucht, dich zu töten? Ja, mehrmals, also insgesamt 5-mal. 5-mal? Was hast du versucht zu tun? Was hast du gemacht? Also ich habe es 2-mal mit Schlaftabletten versucht, waren wohl die falschen. Dann ich hier eine Gasheizung in meiner Wohnung, habe es damit versucht, hat auch nicht funktioniert. Wie hast du das gemacht? Naja, ich habe irgendwie die Gasleitung aufgeschraubt und habe das Gas aufgedreht, aber irgendwie hat es nicht so funktioniert, wie es sein sollte. Bist du wahnsinnig? Damit gefährdest du andere Menschen auch. Ja, es war mir in dem Moment ehrlich gesagt scheißegal. Das sollte aber nicht scheißegal sein. Erzähl mal, was du noch versucht hast. Also Gasleitung, Schlaftabletten. Versucht mir die Pulter dann aufzuschneiden, weil leider das Messer nicht scharf genug. Und ich habe auch versucht, mir einen Strick zu nehmen, aber leider ist das Seil gerissen. Klingt aber auch so, als würdest du es eigentlich auch nicht wollen. Wenn das Messer nicht scharf genug ist, holt man sich ein anderes Messer, was scharf genug ist. Ja, ich habe hier leider nicht so viele Messer in meinem Haushalt. Oder sind das einfach auch so, willst du damit auch auf dich aufmerksam machen? Und quasi in der Hoffnung, dass sie, wenn sie das erfährt, hat sie das erfahren? Ja, irgendwie schon, weil wir hatten dann noch irgendwann ein Gespräch darüber, nachdem es mir dann doch wieder einigermaßen gut ging. Und da hatte sie mich dann auch unter Tränen darum gebeten, es nicht zu tun. Und das ist mittlerweile so ziemlich jeden Tag, wenn ich aufwache, auch so der einzigste Grund für mich, es nicht zu tun. Du weißt ja, was du einem Menschen antust, oder was man einem Menschen antut, wenn man aus Liebeskummer sich das Leben nimmt. Ja, es ist
wie gesagt, also das ist der Hauptgrund, es ist nicht der einzige, es waren so viele Dinge schon dieses Jahr für mich. Also ich habe auch am Anfang, kurz bevor die Trennung war, nee, kurz nachdem die Trennung war, erfahren müssen, dass meine Mutter dieses Jahr wahrscheinlich noch sterben wird. Mhm. Die sitzt auf einem riesen Schuldenberg, also es waren wirklich einige Dinge dieses Jahr schon. Achso, da kommt einiges zusammen. Ja. Mhm. Hast du Freunde oder bist du ziemlich alleine so in der Welt? Nein, also ich habe schon viele Freunde, kann man so sagen, also insbesondere drei, die mir wirklich nahestehen, aber... Wissen die von der ganzen Problematik? Ja, also eine sehr gute Freundin weiß davon, aber ich bin nicht so ein Mensch, der gerne so mein Umfeld mit meinen Sachen belastet. Also ich finde, du sagst, ich habe viele Freunde und wenn die Leute davon nichts wissen, sind das auch nicht deine Freunde. Ich finde, dass die Freunde alles wissen müssen. Auch die, gerade wenn man in Not ist und man schlimme Zeiten durchmacht. Also wie viele Leute wissen von all deinen Problemen? Wer weiß alles? Also eigentlich nur eine sehr gute Freundin. Die weiß alles. Die weiß von den Schulden, die weiß von den Problemen, von den Gesundheitsproblemen deiner Mutter und von dem Liebeskummer auch. Ja. Mhm. Du hast das Gefühl, das wächst über den Kopf alles. Ja, also es wächst momentan echt alles über den Kopf. Mhm. Das ist echt zu viel für mich. Wie sieht denn der Kontakt zurzeit zu deiner Ex aus? Habt ihr noch Kontakt? Wenn ja, wie oft? Ja, also gelegentlich, manchmal hin und wieder. Wir haben letzten Monat vielleicht einmal miteinander gesprochen oder so. Bin leider auch so ein kleiner Schmerzfanatiker, so wie es aussieht. Also ich gehe auch immer, wir haben zusammen im selben Laden gearbeitet hier in Hildesheim. Mhm. Und sie arbeitet immer noch da und hin und wieder gehe ich halt hin und naja. So, und das unterlässt du jetzt demnächst ganz strikt. Denn ich glaube, immer wenn du mit ihr konfrontiert bist, auch wenn du mit ihr sprichst, wenn du sie siehst, reißen die Wunden immer wieder auf. Das ist schon schlimm genug, das, was du da aushalten musst. Du musst dir das nicht auch noch antun. Weil du erreichst dadurch so überhaupt gar nichts. So, und dann finde ich auch, was du gerade gesagt hast, das war mir scheißegal in dem Moment. Ich habe den Gashahn aufgedreht. Da musst du dich erst mal ein bisschen am Riemen reißen. Du hast ein bisschen in einer unglücklichen Situation im Moment. Das ist auch zu respektieren. Aber reiße nicht noch andere Menschen auch noch mit rein. Wenn du dir jetzt das Leben nehmen würdest, wäre das eine ungeheure Belastung, Schuldbelastung für deine Ex-Freundin. Und es wäre sicher auch sehr schlimm für deine Mutter. Deine Mutter braucht dich auch noch, wenn sie so schwer krank ist. Ja, es ist ja auch so ein Ding, was mich noch zusätzlich belastet, weil ich wohne so ungefähr 250 Kilometer von meiner Mutter getrennt. Mhm. Und ich habe halt einfach nicht die Gelegenheit, da permanent da zu sein. Und nicht permanent, aber du kannst ab und zu da sein. Stell dir mal vor, deine schwerkranke Mutter würde erfahren, der Sohn hat sich umgebracht. Was wäre das für eine Hölle für die arme Frau? Was würde sie für eine Hölle durchmachen in ihren vielleicht letzten Monaten? Ich finde, da musst du jetzt wirklich dich am Riemen reißen. Und wenn du das nicht alleine schaffst, was man dir ja nicht vorwerfen dürfte, wenn du so fertig bist, dann hole dir professionelle Hilfe. Sind wir dir gerne behilflich bei. Das habe ich ja schon versucht, aber irgendwie der Psychologe, mit dem ich gesprochen habe, da hatte ich irgendwie das Gefühl, der nimmt mich nicht ernst. Also er hat das irgendwie alles auch als wahnsinnig harmlose Depression abgetan. Und ja, ich finde, Depressionen sind generell nicht harmlos. Dann bist du an den falschen Typ geraten. Dann musst du einen anderen suchen. Das sage ich in dieser Sendung auch immer wieder. Ich rede immer so oft von, dann such dir professionelle Hilfe, such dir einen Psychologen. Ich weiß sehr wohl, wie schwer das ist. Und es gibt eben auch nicht so viele tolle Psychologen, weiß ich auch. Aber es gibt eben auch welche, so wie es auch tolle Ärzte gibt. Da muss man suchen. Und in deiner Situation finde ich das legitim und völlig in Ordnung, wenn du es tust. Und wir sind hier gerne jetzt auch noch mal ein bisschen behilflich dabei. Auf jeden Fall möchte ich dich wirklich bestärken und ermuntern, dass du jetzt, das ist eine schwere Zeit für dich, aber dass du jetzt wirklich auf die Zähne beißt und sagst, meine Mutter braucht mich. Ich war mit der Frau ein Jahr zusammen, das ist schon eine lange Zeit, aber auch nicht so eine lange Zeit. Wenn du mit der jetzt 10 Jahre zusammen gewesen wärst, hätte ich da noch viel mehr Respekt vor. Und damit muss man leben, dass man nicht zurückgeliebt wird. Das ist bitter, das haben wir alle erfahren. Das ist immer das Grauen. Wenn man nicht so geliebt wird, wie man selbst liebt. Aber da läuft man nicht gleich weg und nimmt Schlaftabletten. Und wenn du Schulden gemacht hast, dann bist du auch selbst dran schuld. Dann geh zu einer Schuldnerberatung. Du bist verdammt nochmal erst 27 Jahre alt. Steffen,
Ich glaube, wenn diese schwere Zeit jetzt vorbei ist, hast du durchaus auch eine Chance, dass auch wieder eine gute Zeit kommt für dich. Und dann wirst du irgendwann denken, Mann, oh Mann, oh Mann, gut, dass es damals nicht geklappt hat. Ich habe mein junges Leben weggeschmissen. Was machst denn du vom Beruf? Hallo? Ich bin Kellner. Kellner, also du hast einen Job. Ja, ja, also momentan einen Aushilfsjob, weil sich mein Arbeitgeber nicht so einigen kann, ob er mich nur fest einstellen will oder nicht. Ja, und woher kommen die Schulden? Altlasten. Mal irgendwann hier mal eine Rechnung nicht bezahlt, da mal eine Rechnung nicht bezahlt. Wie hoch sind die Schulden? Ja, auch nicht so wahnsinnig hoch, weil im Moment bei ungefähr 7.000 Euro oder so. Ist wirklich nicht wahnsinnig hoch. Wenn du jetzt 100.000 gesagt hättest, dann wäre ich auch zusammengezuckt. Aber 7.000 Euro ist auch eine Stange Geld, ist schon klar. Aber deshalb bringt man sich auch nicht um. Aber ich verstehe schon, dass das eben alles so aufeinander kommt. Aber du hast einen Satz vorhin gesagt, ich bin auch so ein Schmerz-Fan oder irgendwas hast du vorhin gesagt. Ja, also weiß nicht, zumindest habe ich das Gefühl, dass ich das... Das ist immer so, wenn es mir dann wirklich einigermaßen besser geht, dann suche ich irgendwo diese Konfrontation. Ja, ich weiß selbst nicht, warum. Ja, das habe ich, so ein Gefühl habe ich nämlich auch, dass du dich auch gerne da richtig hineinfallen lässt in das Leid, in dein eigenes Leid. Und du noch viel zu wenig versuchst, dagegen zu setzen. Ich weiß, das ist immer leicht gesagt von außen. Aber dennoch muss man das sagen. Weil das die einzige Chance ist, sich zu... Das ist genau wie beim Schwimmen. Wenn man sich nicht mehr bewegt, geht man unter. Du musst dagegen was tun. Jetzt bitte ich dich, dass du dich mit meiner Psychologin noch ein bisschen unterhältst, mit der Anja. Und ich hoffe, dass wir dir noch ein paar gute Tipps geben können, wohin du dich wendest in deiner Umgebung. Okay. Ja, Steffen. Dann legst du bitte auf und die Anja ruft dich an. Alles klar. Und ich wünsche dir viel, 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 viel Kraft. Und das schaffst du. Ich bin sicher, du schaffst es. Ich danke euch. Alles Gute. Ja, tschüss. Morgen heißt unser Thema, ich vermisse so sehr. Wenn ihr ein Ding, eine Eigenschaft, einen Menschen, was auch immer, sehr, sehr vermisst und mit mir darüber gerne sprechen wollt, dann könnt ihr euch jetzt schon per Mail anmelden unter domian@wdr.de. Jetzt geht's weiter mit Judith und Judith ist 47 Jahre alt. Hallo Judith. Hallo Judith. Hallo Domian. Schön, dass du da bist. Und was geht's bei dir? Ah, ich muss erst mal tief durchatmen. Ich hab's endlich geschafft, mal die Nummer zu wählen und mich zu wagen, dich anzurufen, weil ich habe da ein ganz riesiges Problem, wo ich seit 28 Jahren schon dran... Seit 28 Jahren? Ja. Ich habe einen erweiterten Suizid damals gemacht, mit meinem Sohn zusammen. Was? Du hast einen erweiterten Suizid? Ja, das nennt sich so. Dann erklär uns das mal, was das ist. Ich wollte mich umbringen und wollte meinen kleinen Sohn damals mitnehmen. Wie alt war der Sohn? Knapp zwei. Der war im Dezember 2 geworden, im September ist das passiert. Und warum wolltest du das tun? Weil ich eine ganz schreckliche Ehe hatte und ganz viele Probleme hatte. Und dieser Mann hat mich eingesperrt, verprügelt und mit dem Messer traktiert. Und der hat mich nicht rausgelassen. Ich durfte nicht mit meinen Freundinnen, mit meiner Mutter telefonieren. Der hat mir alles verboten. Mhm. Ich war damals 18. Und eigentlich auch meiner Verantwortung überhaupt gar nicht bewusst und total überfordert mit der ganzen Situation. Als du ihn kennengelernt hast, warst du 18? Ja, ich habe den Jungen mit 17 gekriegt und und dann habe ich irgendwann, wusste ich keinen Ausweg mehr. Und ich habe gedacht, wenn ich gehe, dann was wird dann aus dem Kind, ich muss den mitnehmen. So habe ich dann wohl gedacht. Und was hast du getan? Wie hast du versucht, euch umzubringen? Ich habe sowieso dem Alkohol sehr stark zugesprochen. Ich hatte schon mal einen Suizidversuch mit 14. Mhm. Ich habe eigentlich schon 40 Jahre Depressionen. Mhm. Ich bin auch in Behandlung jetzt kontinuierlich. Ich bin auch jetzt eingestellt. Und da, so als mit dem Alltag komme ich jetzt einigermaßen klar. Aber dieses eine ist halt immer jeden Tag präsent für mich. Die Bilder sind halt teilweise immer noch da. Und erzähl mal, was du gemacht hast. Ich habe Alkohol getrunken und hatte auch Tabletten noch da. Mhm. Und
weil ich auch immer schon Medikamente genommen habe zu der Zeit. Ja, also du hast Tabletten genommen und Alkohol dazu getrunken. Ja. Was hast du mit dem, Kind gemacht? Ich bin ins Kinderzimmer, da ist nachts passiert, der hat geschlafen. Mhm. Und ich habe wohl gedacht, man ist dann sofort tot. Ich habe meinem Sohn die Pulsadern aufgeschnitten. Mhm. Der war 2 Jahre alt. Ja. Und dadurch, dass der dann geschrien hat, bin ich wohl zu mir gekommen und habe mich furchtbar erschreckt und habe Hilfe geholt. Mhm. Du hattest da schon was getrunken und auch schon die Tabletten eingenommen. Ja, klar. Mhm. Und hast gedacht, du wirst jetzt sterben und der Junge stirbt dann auch sofort. Ja. Mhm. Und hast aber selbst dann Hilfe geholt. Ja. Mhm. Und dann kam ein Notarztwagen. Ja, natürlich. Mhm. Und ihr beide ins Krankenhaus. Erstmal ins Krankenhaus. Mhm. Und der, ich kann mich wohl noch an den Krankenpfleger erinnern, der hat gefragt, was denn da passiert. Wer hat denn so was gemacht? Ich dachte, ich war das. Das müsste man mit ihnen auch machen. Daran kann ich mich wohl erinnern. Mhm. Aber alles, was danach passiert ist, die Vernehmung und alles, das ist alles weg. Der Junge ist wieder gesund geworden? Die haben den dann operiert und der ist ins Krankenhaus und den haben sie danach dann erstmal zu meiner Mutter gegeben. Mhm. Also der Junge hat keine gesundheitlichen Schäden davon getragen? Doch, der hat, da waren wohl auch Sehnen durchtrennt und die eine Hand ist nicht ganz intakt. Bis heute? Ja. Mhm. Die hat man wahrscheinlich den Magen ausgepumpt dann? Nee. Nee, die Tabletten hatte ich ja noch nicht genommen. Achso, ich dachte, die hättest du auch schon Nee. Wir hatten Besuch und als der Besuch weg war und mein Mann hat auch irgendwie das Haus noch verlassen und da hatte ich schon was getrunken. Dann habe ich wohl noch mehr getrunken und habe auch Angst gehabt, wenn der jetzt gleich wiederkommt und so. Und irgendwie hat sich das, wie gesagt... Es gab ein Verfahren sicherlich. Ja, Bist du bestraft worden? Ja, wir hatten eine Verhandlung auch gegeben und... Ich habe dann 2 Jahre Bewährung gekriegt. Und das Kind ist von dir getrennt worden? Ja, der ist dann erstmal zu meiner Mutter, aber ich durfte den dann auch wieder besuchen. Und wie ist dein Verhältnis heute zu dem Sohn? Wir telefonieren und sehen uns auch. Er weiß auch damals ansatzweise, was passiert ist. Wir haben da auch mal drüber gesprochen. Er ist dann aber auch nie wieder zu dir zurückgekommen damals. Also doch, der war nachher wieder bei mir. Ach, der war nachher wieder bei mir. Ist diese Sache dann Anlass gewesen, dass du dich von dem Mann, der dich so misshandelt hat, getrennt hast? Nee, das ist dann noch später passiert. Ich war, als das passiert ist, war ich dann auch noch schwanger von dem und habe dann ein zweites Kind gekriegt. Mhm. Und der ist dann später mit dem Kind zu einer anderen Frau gegangen. Wie viele Jahre sind da vergangen seit diesem schlimmen Vorfall und dass du dich von dem Mann getrennt hast oder dass er sich von dir getrennt hat? Der ist den Sommer drauf, ist er weggegangen. Also ein Jahr später? Ja. Da hast du aber wirklich die Hölle durchgemacht, ne, damals. Das ist ja nur ein Ausschnitt. Aber der reicht schon. Der kann ich mir schon vorstellen. Das ist halt das Schlimmste, weil ich meinen Sohn wirklich liebe und ich weiß gar nicht. Weißt du, Judith, ach, jetzt ist die Sendung vorbei. Aber ich muss was Wichtiges noch sagen. Man ist entsetzt im ersten Moment, wenn man das hört, dass die Mutter das gemacht hat. Das ist völlig klar. Aber ich will es nicht schönreden und ich will... Kann man nicht. Nein, will ich auch nicht. Aber du hast es gerade ja nur angedeutet. Ich glaube dir, so wie ich dich jetzt in den Minuten, wo wir uns kennengelernt haben, hier akustisch, ich glaube dir, dass du das aus tiefster seelischer Not heraus gemacht hast. Aus tiefster seelischer Not. Ich glaube, dass da kein bösartiger Wille oder irgendeine Nachlässigkeit oder irgendwie, dass du das Kind nicht genug geschätzt oder geachtet hast. Aber das hilft mir alles nicht. Bitte? Das hilft mir auch alles nicht. Aber ich sage es trotzdem und das muss ich ja sagen dürfen. Ich sehe dich nicht als schuldige Frau. Ich sehe dich nicht als schuldige Frau. Aber ich habe das noch nie in der Therapie richtig aufgearbeitet. Da will kein Therapeut mit mir dran, dieses Thema. Was ich nicht verstehen kann. Nee, die wollen alle nicht dran. Das ist doch nur das Hauptthema schlechthin bei dir. Ja, die sagen immer, wenn ich davon anfange, jetzt sowieso nicht mehr. Auch das ist ja schon so lange her. Was sind denn das für Therapeuten, mein Gott? Jetzt ist ja auch alles gut und. Anja, ich stehe unter dem Diktat der Zeit. Leg mal bitte auf und wir rufen dich gleich nochmal an, okay? Ja, alles klar. Bis gleich, tschüss. Danke. Das war's für heute in der Technik Johanna Knura. Morgen heißt unser Thema Ich vermisse so sehr. Ich wünsche eine gute Nacht. Bis morgen. Tschüss.